So I like to think of the human genome in the context of the whole Earth. And so here we have it. It's got ice caps and it's got a. Ich betrachte das menschliche Gen gerne im Kontext zur ganzen Welt. Hier oben ist das Eis, dann die Kontinente, hier Afrika, woher wir alle stammen, und Europa. Und auf dieser Welt gibt es vieles, insbesondere 6 Milliarden Menschen. So there's about 6 billion. That's quite a bit of us. And how we work, who knows. Von uns gibt es also eine ganze Menge. Wie wir funktionieren, weiß keiner so genau. Jedenfalls denken wir mit dem Gehirn, das ist ziemlich sicher. Und wir bestehen aus Zellen, ziemlich vielen Zellen, aus mehr Zellen, als es Menschen gibt. Es sind etwa 100 Trillionen Zellen. Und eine Zelle ist ein sehr komplexes Gebilde. Es hat kleine Dinge auf der Oberfläche, wie Nasen und Ohren, und es kann Stoffe produzieren und ausschütten. Es hat diese wunderbaren Kanäle, durch die die Zelle Dinge wahrnimmt, verwandelt und an die Umgebung abgibt. Aber das Gehirn der Zelle sitzt im Zellkern, und im Zellkern sitzt die DNA. Und die ist am allerwichtigsten. Hier trifft die Zelle Entscheidungen, etwa wie sie wachsen soll. Die DNA ist ein schönes wendeltreppenartiges Molekül, das ungefähr so aussieht. Hier an der Universität von Santa Cruz in Kalifornien wurde im Jahr 2000 Geschichte geschrieben. Seit Beginn der 90er Jahre waren in einem großen Gemeinschaftsprojekt, dem Human Genome Project, weltweit Tausende von Wissenschaftlern bemüht, die Anzahl und die Position der Gene auf der DNS zu bestimmen. Der wissenschaftliche Mitarbeiter Jim Kent war maßgeblich an der Entschlüsselung des menschlichen Genoms beteiligt. I guess these days the human genome. Das menschliche Genom scheint sehr groß zu sein. Und auf bestimmte Art ist es auch sehr groß. Aber gleichzeitig hat es Patrick als erster geschafft, es auf eine einzige CD-ROM zu brennen. Es ist also nicht größer als ein Videospiel. Aber es ist nichts künstlich Hergestelltes. Und es sagt ja nicht, dieser Teil tut das und jener Teil tut das. Wenn man es anschaut, dann kann man zuerst gar nichts erkennen. Es wirkt wie schlimmstes Kauderwelsch. Diese Computer versuchen zu entschlüsseln, was die Gene eigentlich machen. Welcher Teil ist für deine blauen Augen verantwortlich? Welcher für deinen Bartwuchs oder Geruchssinn? Übrigens ist ein großer Anteil für den Geruchssinn verantwortlich, etwa 5% der Gene. Lass uns nach draußen gehen, ich will euch den Park zeigen. On the redwoods. In case you're interested, this is what one of those machines. Falls es euch interessiert, so sieht eine solche Maschine von innen aus. Sie ist eigentlich wirklich simpel. Nur eine Box mit einem Motherboard. Wie bei jedem anderen Computer auch. Die Einzelteile gibt es in jedem beliebigen Computerladen. Hier kann man einen Monitor anschließen, hier die Tastatur. Man kann alles Mögliche anschließen. Normalerweise hängen wir hier nichts dran. Es ist also ein Universalgerät. Man kann sowohl Videospiele laufen lassen, wie auch die menschliche DNA entschlüsseln. Ich behaupte mal, dass wir sie für beides nutzen. Naja, nicht wirklich. Heute lernen wir die Sprache kennen, in der Gott das Leben erschaffen hat. Wir erhalten mehr Wissen über Komplexität, Schönheit und das Wunder von Gottes heiligstem Geschenk. So there's about 6 billion. That's quite a bit of us. And how we work, who knows. Von uns gibt es also eine ganze Menge. Wie wir funktionieren, weiß keiner so genau. Jedenfalls denken wir mit dem Gehirn, das ist ziemlich sicher. Und wir bestehen aus Zellen, ziemlich vielen Zellen, aus mehr Zellen, als es Menschen gibt.
Es sind etwa 100 Trillionen Zellen. Und eine Zelle ist ein sehr komplexes Gebilde. Es hat kleine Dinge auf der Oberfläche, wie Nasen und Ohren, und es kann Stoffe produzieren und ausschütten. Wenn man es anschaut, dann kann man zuerst gar nichts erkennen. Es wirkt wie schlimmstes Kauderwelsch. Diese Computer versuchen zu entschlüsseln, was die Gene eigentlich machen. Welcher Teil ist für deine blauen Augen verantwortlich? Welcher für deinen Bartwuchs oder Geruchssinn? Übrigens ist ein großer Anteil für den Geruchssinn verantwortlich, etwa 5% der Gene. Lass uns nach draußen gehen, ich will euch den Park zeigen. Falls es euch interessiert, so sieht eine solche Maschine von innen aus. Sie ist eigentlich wirklich simpel. Nur eine Box mit einem Gnome Project. Weltweit Tausende von Wissenschaftlern bemüht, die Anzahl und die Position der Gene auf der DNS zu bestimmen. Der wissenschaftliche Mitarbeiter Jim Kent war maßgeblich an der Entschlüsselung des menschlichen Genoms beteiligt. Das menschliche Genom scheint sehr groß zu sein. Und auf bestimmte Art ist es auch sehr groß. Aber gleichzeitig hat es Patrick als erster geschafft, es auf eine einzige CD-ROM zu brennen. Es ist also nicht größer als ein Videospiel. Aber es ist nichts künstlich Hergestelltes. Und es sagt ja nicht, dieser Teil tut das und jener Teil tut das. Es hat diese wunderbaren Kanäle, durch die die Zelle Dinge wahrnimmt, verwandelt und an die Umgebung abgibt. Aber das Gehirn der Zelle sitzt im Zellkern und im Zellkern sitzt die DNA. Und die ist am allerwichtigsten. Hier trifft die Zelle Entscheidungen, etwa wie sie wachsen soll. Die DNA ist ein schönes wendeltreppenartiges Molekül, das ungefähr so aussieht. Hier an der Universität von Santa Cruz in Kalifornien wurde im Jahr 2000 Geschichte geschrieben. Seit Beginn der 90er Jahre waren in einem großen Gemeinschaftsprojekt, dem Human Genome Ich betrachte das menschliche Gen gerne im Kontext zur ganzen Welt. Hier oben ist das Eis, dann die Kontinente, hier Afrika, woher wir alle stammen, und Europa. Und auf dieser Welt gibt es vieles, insbesondere 6 Milliarden Menschen.